Ja, zum 1.7. wird es eine erfreuliche Rentenerhöhung um 3,2% im Westen und 3,4% im Osten geben. Und das ist natürlich Ausdruck dafür, dass es wirtschaftlich in unserem Land sehr gut läuft, die Löhne steigen und damit auch die Renten steigen. Seit Jahren diskutiert man darüber, dass das Rentenniveau sinkt. Dieses Jahr gibt es eine Sensation. Das Rentenniveau steigt. Es steigt, weil wir eine so gute wirtschaftliche Entwicklung haben. Und es steigt, weil mehr Leute neu in Arbeit gekommen sind, als Rentnerinnen und Rentner in Rente gehen. Also die großen Herausforderungen kommen erst in den kommenden Jahrzehnten auf uns zu, wenn die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Allen voran der Jahrgang 1964. Damals wurden 1,35 Millionen Kinder in Deutschland geboren, so viel wie nie mehr wieder in einem Jahr. Und dafür muss unser Rentensystem fit gemacht werden. Die beste Methode ist, dafür zu sorgen, dass wir genügend sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland haben. Und deswegen ist die beschäftigungs- und wachstumsorientierte Politik der unionsgeführten Bundesregierung so wichtig, um diese demografische Herausforderung zu meistern.